Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurer Wochenendlegung. Wir schauen heute rein in euer Wochenende, ob es denn abweicht von der Wochenenergie. Was erwartet euch heute Freitag, Samstag, Sonntag für alle Partygänger, für alle, die am Wochenende ausruhen wollen? Was darf ich euch mitgeben für das kommende Wochenende? Ihr Lieben, ich würde sagen, wir lassen einfach mal instinktiv ein paar Karten springen. Welche Botschaft, liebes Universum, darf ich denn meinen Zuschauern hier fürs Wochenende mitgeben? Und wir haben Führungsqualität. Und ich glaube auch, so eine ähnliche Karte hatten wir in der Wochenlegung. Hier geht es darum, wirst du Chef deines Lebens? Nimmst du mit Struktur und Ordnung die Herausforderungen deines Lebens an? Hier haben wir das Feld der Träume. Etwas möchte sich dir jetzt zeigen. Hier ist alles möglich. Hier gehst du in die Wunscherfüllung, wenn du denn den Geist des Ortes warst. Mit der Nummer 4, ne? Struktur und Ordnung, Wiederherrscher. Hier ist der Tipp der Karten. Gehst du in die Natur, hole dir Kraft und Stärke in der Natur. Hier hast du das Feld der Träume. Alles ist möglich. Wir klären mal ab. Das Schicksalsrad, ihr Lieben. Wow. Und das ist die erste Wochenendlegung in der Energie mit dem neuen Soul Magic Tarot von der Julia Aurelia. Das Schicksalsrad, das heißt, am Wochenende möchte sich hier etwas für dich zum Positiven weiterdrehen, ne? Und das Schicksalsrad dreht sich ja auch immer zum Positiven weiter. Das heißt, hier möchten sich deine Wünsche erfüllen. Hier möchte sich dir etwas zeigen in Führungsqualität. Du übernimmst hier Führung über dein Leben und deswegen bieten sich dir jetzt Chancen und Möglichkeiten, in deine Wunscherfüllung zu kommen. Und wir haben hier die 8 der Kelche für die ein oder anderen, die hier in der Vergangenheit etwas verlassen haben, was sich nicht so erfüllt hat, wie erhofft. Hier habt ihr jetzt dann im Sinne der Wunscherfüllung die Möglichkeit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Ja zu einer Partnerschaft, Beziehung und Teamwork sagen. Hier geht es mit der Zahl 10 der Schwerter um die Vollendung. Ein glatter Schlussstrich darf hier gezogen werden. Und in der Wochenenergie ging es ja auch um die Welt. Hier wollte sich ja eine neue Welt zeigen, in der nochmal Herausforderungen nach oben kommen, damit hier auch ein glatter Schlussstrich gezogen werden darf. Hier ging es um die Zahl 10 der Vollendung, nämlich bist du bereit, in eine neue Welt zu starten? Bist du bereit, die Tür zuzuschlagen zu allem, was dir nicht mehr dienlich ist? Wir haben hier nämlich den Teufel, ja genau, zu allem, crazy, was dir nicht mehr dienlich ist, denn mit dem Turm geht es hier um Abriss alter Strukturen. Hier am Wochenende hast du jetzt Chance und Möglichkeit, weil sich das Schicksalsrad für dich weiterdreht zum Positiven. Schicksalhafte Ereignisse werden eintreffen, werden jetzt in Gang gebracht. Du schaffst es hier plötzlich, die Strukturen, alle ungesunden Muster, alle Abhängigkeiten, alle Süchte zu durchbrechen, denn der Turm kommt plötzlich, reißt alles in Energie nieder, damit das alte Fundament zusammenstürzen kann und etwas Neues aufgebaut werden kann. Bedarf es, wie auch hier, ne, die Vollendung, ein glatter Schlussstrich darf und muss her. Hier mit den 4 der Kelchen ging es um Ablehnungsthemen. Hier hattest du in der Vergangenheit Frustration, Langeweile, etwas hat sich hier nicht so erfüllt, wie erhofft. Hier wird dir jetzt ein neuer Kelch gereicht. Bist du bereit, diesen zu erkennen oder denkst du nach wie vor, dein Kelch ist nur halb voll oder halb leer statt halb voll? Ich würde sagen, ihr Lieben, wir nehmen die Message so, wie sie ist und ich hoffe, ihr könnt noch alles sehen. Es wird schon wieder dämmerig, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Ich drehe es mal ein bisschen gerade. So, da. Ich würde sagen, wir nehmen die Karten so, wie sie sind, das Schicksalsrad als Hauptüberschrift. Wir klären doch mal den Teufel. Kommt denn der Teufel nochmal oder nur die Gedanken? Hier haben wir die Gedanken, die Limitierung in Gedanken, feststecken im Teufelskreis. Du hast das Gefühl, du steckst fest, aber hier auch nur in Gedanken. Limitierende Glaubenssätze, ungesunde Verhaltensweisen, ungesunde Gewohnheiten dürfen hier gehen, denn mit den 8 der Kelchen verlässt du den Teufelskreis. Du brichst aus Gedanken. Du hast hier lange genug an dir gearbeitet, mit dir gearbeitet. Du schaffst es, dich hier durchzusetzen, dem Teufel gegenüber, denn du möchtest hier in die Unabhängigkeit.
Hier mit den 5 der Stäben ging es um Konkurrenz, Machtkämpfe mit vielleicht Situationen und Personen, die hier ungut für dich waren. Du hast erkannt, du darfst hier die Zügel deines Lebens jetzt am Wochenende spätestens in die Hand nehmen. Du gehst mit Willenskraft und Stärke voran in einen neuen Lebensabschnitt. Schattenanteile werden in Ausgleich gebracht, denn Kontrollverluste, Kontrollängste, Verlustangst werden hier losgelöst. Du lässt los, weil die 4 der Münzen auf dem Kopf stehen. Du hältst nicht länger an Ungesunden fest, denn du ergreifst, wow, ihr Lieben, hier die Chance mit dem Ass der Münzen. Ihr Lieben, hier kommt plötzlich eine Chance auf euch zu. Plötzlich wird euch hier ein Geschenk gemacht, bezogen auf euren Körper, eure Finanzen, euer Zuhause, eure Gesundheit. Hier geht's um Fülle, Wohlstand, alles, was im materiellen, irdischen umgesetzt werden kann. Hier kommt Karma mit ins Spiel. Die Nummer 11 begleitet uns nun schon eine gewisse Zeit. Hier kommt Gerechtigkeit rein. Hast du Situationen in der Vergangenheit verlassen, die sich nicht mehr stimmig für dich angefühlt haben, in denen du vielleicht mit den 4 der Kelchen abgelehnt worden bist, dann kommt jetzt hier Gerechtigkeit für dich rein. Deine Waagschale kommt wieder in Gleichgewicht. Du hast dein Schwert erhoben, hast klar kommuniziert, klare Grenzen gesetzt oder wirst jetzt am Wochenende klare Grenzen setzen. Denn du hast erkannt, dass es notwendig ist, alte Strukturen niederzureißen, um hier, und ich lasse sie hier liegen, in deine Herrscherkraft zu kommen. Ihr Lieben, auch ihr lieben Männer, ihr kommt hier in die Energie der Herrscherin. Hier geht's um eure Harmonie, um eure Heilung, um euer Frieden. Hier mit der Herrscherin geht's um das göttlich-weibliche. Ihr dürft hier jetzt empfangen, und zwar die Gerechtigkeit. Denn die Herrscherin, das göttlich-weibliche, empfängt ja, die investiert Arbeit und Mühe in eine Sache. Sie nährt sie gut, und wenn man eine Sache gut nährt, dann kann diese auch Früchte tragen, ja? Also seid euch gewiss, wenn ihr es schafft, Situationen zu verlassen, die euch nicht mehr dienlich sind, auch wenn nur ihr hier nur noch in Gedanken feststeckt. Und hier haben wir nochmal den Turm. Etwas möchte sich dir hier plötzlich offenbaren, aber ich nehme den Turm hier nicht als negativ wahr. Eher in der Vergangenheit gab es Ereignisse, die dich durchgerüttelt haben. Jetzt wendet sich dein Schicksal zum Positiven. Hier wird dir jetzt eine Chance und Potenzial auf Wohlstand geboten. Die Frage ist, mit den 4 der Kelchen, lehnst du ab oder ergreifst du die Chance oder langweilst du dich und siehst deswegen deine Möglichkeiten nicht? Hier bist du zur Herrscherin geworden. Du kommst in deine Kraft und Stärke, in deine Führungsqualität. Hier möchte sich eine Verbindung, ein Vertrag, eine Partnerschaft, eine Beziehung auf Augenhöhe zeigen. Für den einen oder anderen auch eine Seelenpartnerschaft, mit der es langfristig gesehen in eine Hochzeit gehen kann, bezogen auf einen Beruf. Habt ihr hier die Möglichkeit, dass ihr ein Geschenk, ein Neuangebot bekommt, bezogen auf Verbindungen und Verträge, die auf Augenhöhe stattfinden, zu denen euer Herz aus voller Inbrunst ja sagt? Hier, ne, öffnete sich am 11.11. das Portal. Ihr dürft hier jetzt in Stabilität und Sicherheit, wow, schaut mal, und Leichtigkeit vorangehen. Die Ablehnungsthemen der Vergangenheit lasst ihr los. Ihr seid bereit, dass sich hier etwas jetzt endlich gefühlt zum Positiven für euch wendet. Mit Führungsqualität, vielleicht hat der ein oder andere auch mit einer Führungsqualität, da haben wir nochmal die 4 der Kelche, aber auf dem Kopf, ihr Lieben, dass die Führungsqualität ihr übernimmt, oder aber ihr habt mit Menschen zu tun, die Führungsqualität übernehmen. Hier, das Schicksalsrad. Ablehnungsthemen dürfen gehen. Frustration, Langeweile, Schluss mit lustig. Hier sagt ihr nicht mehr, mein Kelch ist halb leer. Jetzt erkennt ihr, ihr macht Frieden, ihr kommt in die Leichtigkeit, ihr möchtet vorankommen. Ihr habt erkannt, dass ihr euch hier auch trennen dürft von Menschen und Situationen, die in Aktion und Bewegung nur um ihren eigenen Vorteil waren. Ihr lasst hier Ablehnungsthemen los und dürft euch in Leichtigkeit einem Neuanfang zuwenden, nämlich dem Bube der Stäbe, der sein Leben unter die Lupe nimmt. Hier geht es ganz klar drum, schau mal, für was brennst du leidenschaftlich, für was gehst du voran? Hier bekommt der ein oder andere auch vielleicht leidenschaftliche, aufregende Nachrichten. Hier findet eine Kommunikation statt, ein neues Hobby kann gestartet werden, ein neues Projekt. Hier ist es wichtig, nochmal Innenschau zu halten und sein Leben, sein Seelenweg sozusagen unter die Lupe zu nehmen. Für was brennt dein inneres Seelenfeuer? Und diese Karte wollte sich eben schon zeigen, aber gut, wir nehmen sie jetzt. Hier
ist der Tipp der Karten vielleicht jetzt für das erste Adventswochenende. Nehmt euch Zeit, gönnt euch eine Pause, kommt hier mit den vier der Schwertern in eure Heilung an. Vielleicht hat jetzt auch am vergangenen Montag oder Dienstag der Vollmond was für euch ins Rollen gebracht, nämlich das Schicksalsrad. Hier wird Altes abgerissen, damit ihr die Chance und das Potenzial eines Neuanfanges entgegennehmen könnt. Macht Frieden mit Ablehnungsthemen, mit Langeweile, Frustration. Ihr habt es in der Hand zu entscheiden, ist euer Kelch halb voll oder halb leer. Denn hier habt ihr die Möglichkeit, auch mit dem Bube der Kelche zu flanieren und sinnieren. Wenn sich alles so entwickelt, wie ihr das euch wünscht und erhofft, dann wäre es wunderschön, die absolute Wunscherfüllung. Hier geht es auch um Verliebtsein in neue Chancen und Möglichkeiten. Auch hier gefühlvolle Nachrichten können für den einen oder anderen schon eintreffen, denn der Ritter der Kelche kann auch von Aktion und Bewegung stehen, wo ihr euch mit anderen Menschen trefft, in Leichtigkeit, in gefühlvoller Atmosphäre, hier auch vielleicht bei Kerzenschein, Dates, Candlelight-Dinners, tiefsinnige Gespräche führbar sind, denn ihr habt jetzt aufgrund der Ablehnungsthemen der Vergangenheit gelernt, euch gut um euch selber, euren Körper, euer Zuhause zu kümmern und seid in die Energie der Königin der Münzen gekommen. Hier kümmert ihr euch um eure Finanzen, euren Wohlstand, euer Zuhause, euren Körper, eure Gesundheit, eure... Habe ich Finanzen schon gesagt? Ich glaube. Hier, ne? Und das war das, was auch bezogen auf die Wochenlegung ganz klar in der Mitte der Legung war. Eine Tür möchte sich schließen, damit eine neue sich öffnet. Ihr Lieben, nichts anderes sagt die 10 der Schwerter. Hier ist ganz klar Heilung und Loslassen vom Schmerz jetzt möglich, wenn du die Chance ergreifst und erkennst, in deine Kraft und Stärke zu kommen. Ihr Lieben, und hier ist nochmal das Schicksalsrad. Dann dreht sich hier etwas für dich zum Positiven weiter. Hier hat jetzt das Universum die Finger mit im Spiel. Hier möchte sich dir eine neue Chance bieten auf Leichtigkeit, Wunscherfüllung, Wohlwollen, auf materiellen Fülle. Hier hast du die Chance, das Feld deiner Träume zu erklingen, wenn du es schaffst, die Gedanken loszulassen bezüglich Situationen und Menschen, die sich nicht mehr stimmig für dich angefühlt haben oder anfühlen. Hier wirst du dich durchsetzen, wenn du schön strategisch weiter an dir arbeitest, am Ball bleibst, die Zügel deines Lebens in die Hand nimmst, dich in Dankbarkeit übst und Kontrolle loslässt, denn hier hast du schon ein kleines Fundament erbaut. Du wirst jetzt hier dein Karma ernten und in Ausgleich kommen. Plötzlich, schneller als gedacht, bietet sich dir hier eine neue Chance, eine neue Möglichkeit auf Verbindungen, Seelenpartnerschaften, Verträge, die dir langfristig Stabilität und Sicherheit bieten. Wenn du es schaffst, leicht wie eine Feder, voll oder nicht voll, frei von Gepäck der Vergangenheit, neu und ganz naiv in Leichtigkeit durchzustarten, dann darfst du hier die Ablehnungsthemen mit einem Ritter der Schwerter, mit einem Kopfmensch, mit einem Strategen, mit einem egoistischen Menschen oder auch Situationen loslassen, denn du hast erkannt, du nutzt dies jetzt als Chance und siehst den versteckten Mehrwert dahinter, um deine neue Leidenschaft zu finden. Du hast vielleicht aufgrund Ablehnungsthemen in der Vergangenheit ein neues Hobby gestartet, eine neue Ausbildung, eine neue Weiterbildung, hast neue Interessen für dich entdeckt, brennst jetzt für das, was dich im Inneren deiner Seele glücklich macht und erfüllt, darfst dir hier vielleicht am Wochenende eine Pause nehmen, um mal drüber nachzuträumen und zu sinnieren, wie du dir dein Leben in Wunscherfüllung vorstellst, darfst dich auch mit Menschen und Personen treffen, mit denen du tiefsinnige Gespräche führen darfst und halten wirst, denn du kommst in die Energie der Königin der Münzen und erkennst dein Selbstwert, investierst jetzt in erster Linie in dich, in deinen Körper, in dein Zuhause, denn hier mit den 10 der Schwertern möchte jetzt eine Situation vollendet, abgeschlossen werden, damit endlich Heilung eintreffen kann. Ihr Lieben, wow! So, kurz und knackig, ganz klare Botschaft für euch. Ihr kommt hier in eure Herrscherkraft. Wow, und ich wollte noch eine Liebeskarte für euch ziehen und schaut mal, prompt fällt auch die Liebe. Du liebst einen Menschen, weil du etwas in ihm siehst, was kein anderer sieht. Hier geht's um einen Neuanfang zu Menschen, Situationen und Projekten aus Liebe. Ihr entscheidet jetzt klug und weise, in was investiert ihr sinnvoll eure Zeit, eure Arbeit, eure Mühe, damit euer Erfolg langfristig gesehen Früchte
ernten kann und du in deinen Erfolg kommst, Harmonie und Frieden, dir als Herrscherin hier wieder die Krone aufsetzt. Denn mit der Karte Glück geht es auch darum, Glück findest du in dir selbst. Es ist das Gefühl, zu Hause angekommen sein. Ja, und die vier der Stäbe, ihr Lieben, sprechen ja von Stabilität und Sicherheit. Ihr dürft hier jetzt euer Zepter des Lebens in die Hand nehmen, dürft euch vielleicht auch der Sinnlichkeit öffnen und erkennen, die kleinen Dinge, gerade mit den vier der Münzen, liegen in der Kleinigkeit, in der Dankbarkeit. Seid froh, dass alles so wie es gekommen ist, für euch gekommen ist, denn das Universum hat einen Plan mit euch. Ihr habt dadurch gelernt, Führungsqualität für euch, für andere zu übernehmen. Ihr vertraut jetzt eurer Stabilität und Sicherheit. Holt euch Kraft und Stärke in der Natur, macht einen Spaziergang, erträumt euch euer Leben, wie ihr euch euer Leben vorstellt. Und hier heißt es, Liebe wird durch schöne Augenblicke lebendig. Und ihr Lieben, nichts anderes ist hier mit dem Ritter der Kelche möglich, denn Wege mit Herz, lausche der zarten Stimme deines Herzens. Hier möchten jetzt Menschen und Situationen in dein Leben kommen, schneller als gedacht, die dir die Sinnlichkeit, ne, auch hier Sinnlichkeit, Aufregung, Abenteuer, Leidenschaft in dein Leben zurückrufen. Hier ist Heilung des Herzschmerzes der schweren vergangenen Phase, der schweren vergangenen Zeit möglich. Du hast Liebe, Glück und Sinnlichkeit und dadurch auch eine Bombenausstrahlung. Ihr Lieben, mit dieser Karte schließe ich die Legung für das Wochenende. Habt eine mega schöne Zeit am Wochenende. Vertraut auf das Universum. Was für euch bestimmt ist mit den zwei der Kelchen, wird den Weg zu euch finden. Denn was du denkst, das strahlst du aus. Und was du ausstrahlst, das ziehst du an. Wow, wo lege ich diese Mega-Message denn noch hin? Ihr habt es in der Hand. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, bezogen auch auf die vergangene Wochenlegung, die Tür zu Altem zu schließen, die Tür zu Neuem zu öffnen. Eine neue Welt. Ich bin voller Euphorie, ich spüre es, möchte sich dir zeigen und öffnen. Ergreife die Chance und das Potenzial auf dein Geschenk, auf deinen Samen, auf deinen goldenen Nuss sozusagen. Hier hast du die Möglichkeit, einen neuen Samen zu setzen, der dich langfristig, beständig in treue Loyalität, in den Erfolg und in die Beständigkeit reinbringt, in die Wunscherfüllung, im Materiellen, im Wohlstand, im Beruflichen. Hier, ihr Lieben, ist alles möglich. So, und jetzt lassen wir es gut sein. Habt eine schöne Zeit. Ich freue mich auf euch wieder am Sonntag bei dem neuen Wochenblick. Wir starten rein in den Dezember. Habt einen wunderschönen ersten Advent. Macht euch besinnliche Stunden. Genießt eure sinnliche Ausstrahlung, auch Momente der Liebe, des Glücks und startet durch. Bis dahin und ganz bald. Ciao, ciao, eure Sunny.